Der Kreistag Nordwestmecklenburg berät kurz vor den Landratswahlen am Sonntag in einer Sondersitzung über Vorwürfe gegen Landrätin Kerstin Weiß. Dazu heißt es, in dem am Montag erstellten Antrag laut der deutschen Presseagentur in der Betreffzeile Korruptionsverdacht gegen die Landrätin. Der Landkreis teilte mit, dass dazu am Freitag eine Dringlichkeitssitzung des Kreistages geplant ist. Eine Mitarbeiterin der Kreisverwaltung hatte den Verdacht geäußert, dass sich Landrätin Kerstin Weiß Vorteile durch ihr Amt verschafft haben könnte. Eine Beschwerde ist beim Innenministerium eingegangen und wird dort geprüft. Es wurden Verdachtsmomente geäußert, also weder ein Anfangsverdacht noch ein Korruptionsverdacht. Zu der Frage, gibt es hier eine Verquickung zwischen mir und dem Piraten-Open-Air in Grevesmühlen, so nach dem Motto, hätte ich schützend meine Hand über das Piraten-Open-Air gehalten und dafür würde das Piraten-Open-Air für mich jetzt kostenlos Wahlwerbung machen. Die antragstellenden Fraktionen sind die CDU und die Linke. Kerstin Weiß selber ist SPD-Politikerin. Sie wies unterdessen jeglichen Vorwurf zurück. Es gibt natürlich zwischen mir und dem Piraten-Open-Air keine Verquickung, so wie es versucht wird darzustellen. Das Piraten-Open-Air in Grevesmühlen gibt es hier seit mehreren Jahren. Es hat eine Baugenehmigung. Dort gab es aber auch Beschwerden hinsichtlich der Einhaltung des Lärmpegels. Den sind wir natürlich nachgegangen. Dann gab es eine Klage im Eilverfahren der Anwohner. Die wurde aber zurückgewiesen und die Anwohner darauf hingewiesen, sie möchten ein ordentliches Verfahren durchführen. Da sind wir im Moment dabei. Das läuft also schon etwas. Dieses Verfahren wird bei uns im Haus nur rein zufällig von der gleichen Beamtin bearbeitet, die auch diese Vorwürfe gegen mich erhebt. Von daher ist also diese Verquickung zu konstruieren, also wirklich, ich muss mich jetzt beherrschen, nicht zu sagen, eine Frechheit, aber das ist es unterm Strich und der Versuch hier, mich als Person zu diskreditieren. Ich bin auch bereit, alle damit im Zusammenhang stehenden Unterlagen vorzulegen. Und ansonsten habe ich mit den Piraten, weil sie ja auch eine Werbeagentur haben, einen ganz normalen Vertrag und bezahle für diese Leistung. Die Kreistagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen bezeichnet die Dringlichkeitssitzung als, Zitat, überflüssig und unter den gegebenen Voraussetzungen für ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver der Fraktionen CDU und Die Linke. Es steht natürlich außer Frage, dass die Sachverhalte lückenlos und transparent geprüft und aufgeklärt werden müssen. Hierfür ist bereits das Innenministerium eingeschaltet und wir sollten deren Prüfung abwarten, sagt Fraktionsvorsitzende Anne Schäpley. Auch die SPD bezog in einer Pressemitteilung Stellung. Sie bezeichnet die Dringlichkeitssitzung am Freitag und die Vorwürfe als, Zitat, einen Versuch, einen Korruptionsskandal zu konstruieren. Frau Weiß hat uns gegenüber transparent die Angelegenheiten offengelegt und wir sehen nicht einmal einen Anfangsverdacht. Zitat Ende. Bündnis 90, die Grünen, SPD und LUL haben gemeinschaftlich beschlossen, am Freitag nicht an der Dringlichkeitssitzung teilzunehmen. Die Landratswahl findet 2 Tage später statt.